Hallo, ist die Super. Ich bin hier im Frontier vom Disneyland Paris. Und heute Mittag wollen wir mal in den Cowboy Cookout Barbecue zum Essen. Wollen wir mal schauen, was es da Schönes gibt. Mal eben sehen hier. Ich gucke mal eben auf der Karte nach. Zeige ich euch das gleich mal direkt. So, wir gehen einmal hier rüber. So. Ah, schaut mal hier. Hier gibt es verschiedene Menüs. Ab 12,99 €. Mal sehen hier. Ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. So, ich habe hier jetzt mal die Karte in der Hand, ihr könnt jetzt mal sehen. Das Menü Nummer 1 wären 12,99 €. Das wäre dann eine Wurst mit Kartoffeln oder Salat und ein Getränk. Menü Nummer 2 kostet 13,99 €. Das wäre ein halbes Hähnchen mit Barbecue-Soße, Salat oder Pommes, einem Brownie oder was ist das, ein Joghurt, genau, und ein Getränk für 13,99 €. Menü Nummer 3 wäre ein Burger, Salat oder Pommes, mit einem Eis oder einem Fruchtcup und einem Getränk für 14,99 €. Oder Menü Nummer 4, 15,99 € wären Sparrows mit Salat oder Pommes, einem Karamell, was ist das, ein Karamellkuchen, genau, oder einem Eiscreme, eine Eiscreme und ein Getränk für 15,99 €. Haben wir uns entschieden, beide für das halbe Hähnchen mit Kartoffeln und Barbecue-Soße und dazu dann einmal ein Brownie und einmal gibt es einen Joghurt und natürlich noch ein Getränk dazu. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Lecker, lecker. Ja, das war dann die Super hier aus dem Cowboy's Cookout Barbecue. Mit einem wieder sehr gelungenen Mittagessen. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal aus dem Disneyland Paris. Euer Disney-Opa. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, kommt früh. Wenn hier aufgemacht wird am Wochenende, dann kommt ihr hier. Dann steht ihr hier.